die ersten drei der Damen der Gesamtwertung. Jessica, nun war es punktgleich mit Sandra. Du hast es trotzdem gewonnen, weil du vor ihrem Ziel warst und hast den Zwischensprint auch vor ihr dir gesichert. Wie ist das Gefühl jetzt danach? Ja, ich bin relativ erleichtert. Also ich muss sagen, ich war etwas aufgeregt vorher und ich habe auch gestern erst rausgefunden mit dem Zwischensprint so. Also es war mir vorher nicht so bewusst, dass man echt darauf achten muss. Aber dadurch habe ich es dann doch irgendwie hinbekommen und bin froh darüber, ja. Okay, cool. Sandra, du warst ja vor dem Rennen noch Gesamtführende. Vor Birgit, jetzt ist Jessica noch vorbeigezogen, relativ überraschend, weil sie den Zwischensprint gewonnen hat und halt auch vor dem Ziel war. Bist du sehr enttäuscht, oder geht's? Ich bin zufrieden, hätte auch besser laufen können, aber die Konkurrenz war stark, war spannendes Rennen und hat viel Spaß gemacht. Okay, schön. Birgit, du warst bis zum zweiten Rennen, warst du ja auch Gesamtführende. Dann ist Sandra vorbeigezogen, jetzt bist du Dritte geworden zum Schluss. Wie hat dir die Rennserie gefallen und bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja, die Rennserie fand ich super, sehr abwechslungsreich, tolle Strecken. Und ich finde beim Cross ja das Spannende, dass man nie weiß, bevor man im Ziel ist, wie es ausgeht, weil einfach so viele Faktoren mitspielen. Das Gelände, wie man drauf ist, ob man Schaden hat. Und insofern kann man sich erst sicher fühlen, wenn man im Ziel ist. Und ein dritter Platz ist ein Podestplatz. Und ich denke, da braucht man sich nicht für verstecken. Und es hat Spaß gemacht. Okay. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.